Autonomes Fahren wird auf unseren Straßen bald zum Alltag gehören. Doch wie sieht es mit dem automatisierten Navigieren von Schiffen auf See und in unseren Häfen aus? Forscher des Projektes Galileo Nautic bereiten sich in Rostock auf die Präsentation ihrer aktuellen Forschungsergebnisse vor. Unter Federführung der Technischen Universität Aachen forschen Wissenschaftler aus Rostock, Wismar und Bremen sowie namhafte Unternehmen an Lösungsansätze für autonome Systeme zur Schiffsnavigation. Das stetig wachsende Verkehrsaufkommen auf See und in den Häfen mit immer größer werdenden Schiffen verlangen neue technische Lösungen. Eine erhöhte Automatisierung für mehr Effizienz und Sicherheit macht das gemeinsame Handeln aller Partner in der Seewirtschaft erforderlich. Das Projekt Galileo Nautic, das beschäftigt sich mit kooperativem Manövrieren und automatisiertem Fahren mit Schiffen im Hafen. Und wir haben zusammen mit mehreren Universitäten ein System entwickelt, mit dem wir eben von der Assistenz bis zur automatisierten Schifffahrt versuchen, Fahrfunktionen teilweise schon mal abzubilden und zu erforschen, was ist eigentlich erforderlich, um später auch autonomes Fahren mit Schiffen zu ermöglichen. Grundlage für die autonome Navigation von Schiffen ist eine hochgenaue Lokalisierung jedes einzelnen Verkehrsteilnehmers, verbunden mit einer genauen Erfassung der Schiffsumgebung, um Kollisionen mit Hindernissen zu vermeiden. Auf den Schiffen übernehmen ausgefeilte Reglersysteme die Führung. Die Berechnungen als Grundlage der Automatisierung werden auf dem Forschungsschiff DNEP des Bundesamtes für Schifffahrt und Hydrographie erprobt. Innovative technische Lösungen ermöglichen hier die Automatisierung der Antriebseinheiten. Die Projektansätze wurden parallel in einem Lotsensystem erprobt und durch die Hafenlotsenbruderschaft Bremerhaven bewertet. Die vernetzte Forschung verschiedener Partner ist bisher einzigartig für die Entwicklung des maritim hochautomatisierten Verkehrsraumes. Auch Rostocker Wissenschaftler haben einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des Projektes geleistet. Wir legen sozusagen mit unseren Entwicklungen die Grundlage. Das ist einerseits die Möglichkeit, dass man überhaupt automatische Regelsysteme in die Fahrzeuge bringen kann. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und wir sind hier auch zuständig für den Versuchsträger Messin. Das ist ein kleiner Katamaran, mit dem man solche Technologien ja erstmalig auf dem Wasser ausprobieren kann, bevor man dann aufs richtige Schiff geht. Die Ergebnisse des Projektes werden dann am 14. September auf einer Online-Veranstaltung präsentiert. Sollten Sie Interesse an der Veranstaltung haben, können Sie sich über info@galileo-nautic.de für die Vorträge und die anschließenden Online-Podiumsdiskussionen anmelden. MV1 begleitet die Präsentation und wird im Anschluss ausführlich über den Tag berichten.